So, bei mir ist jetzt der Franz Hartwig. Ich sage immer, das Böse mit dem Engelsgesicht, weil so viel dürfen wir verraten. Du spielst ja nicht sozusagen den Sympathiebart in der Serie, sondern eigentlich ja, denjenigen, der dafür sorgt, dass die Darsteller weniger werden sozusagen im Verlauf der Handlung. Jetzt meine Frage, wie ist es eigentlich, wenn man so eine Bestie vor der Kamera verkörpern muss? Ich habe Gott sei Dank nie darüber nachgedacht, eine Bestie zu verkörpern oder jemanden zu spielen, der Leute umbringt, sondern ich habe in erster Linie einen Menschen gespielt, der wie alle anderen Probleme und Neigungen und ein Leben führt. Dass das Leben ein bisschen anders ist als das von Normalsterblichen, die nicht morden in ihrer Freizeit, das haben wir dahingestellt, aber hätte ich mir darüber Gedanken gemacht, dass ich eine Bestie spiele, hätte ich es glaube ich nicht geschafft. Ist es fordernder, wenn man sagt, man spielt den Killer, als wie sozusagen den Guten? Nee, für mich war es in dem Fall ein bisschen nicht einfacher, aber es war ein gefundenes Fressen, sage ich ganz gerne mal. Als Schauspieler macht man solche Abgründe, fallen einem erst einmal, im ersten Moment leichter. Jetzt ist es ja so, gerade wenn man dich auch kennenlernt in der Serie, das beginnt ja mit einer Szene, wo man dich mit deinem Sohn sieht, in einer sehr eigentlich normalen Situation, begleitet auch der Bub von einer Sozialarbeiterin und es ist trotzdem sehr beklemmend. Ist das auch das Spannende, dass man sagt, da geht es nicht wirklich um die rohe Gewalt, sondern auch um sozusagen das subtil Gefährliche? Ja, richtig. Ich finde, das macht die Serie extrem aus, weil man sieht ihn selten wirklich bei der Arbeit. Der Zuschauer weiß relativ früh ziemlich viel, nämlich wer der Mörder ist. Und das Interessante ist, durch dieses Wissen werden auch noch folgende Szenen sehr beklemmend, weil der Gegenpart von mir, in dem Fall war es mein Sohn, manchmal ist es späterhin die Miliza, es ist ein Mädchen, das zu mir zur Hütte kommt. Dadurch, dass der Zuschauer mehr weiß, ist es natürlich sehr interessant, zwischen dem Gesagten zuzuschauen. Und das macht es, glaube ich, beklemmend. Und das macht einen großen Reiz dieser Serie aus. Also ich habe es ja schon gesehen, die ersten 3 Folgen, und muss sagen, es ist wirklich, wirklich spannend. Der Pass exklusiv auf Sky ab 25. Jänner. Ich wünsche viel Erfolg für die heutige Weltpremiere und danke für den Besuch bei uns. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Ciao.